Leiter oder sonstiges, kann man mit dem normalen Sterblichen, sage ich mal, noch nicht mal als Mittelstand vergleichen. Also ich kenne, ich meine, ich habe seit dem Abschlag mich im Internet durchgewühlt bis zum geht nicht mehr und ich sehe nur noch überall Unmut und ja, mir geht es nur darum, also gestern auch gesagt, also ich sehe meine komplette Existenz bedroht, weil Punkt 1 ist, es interessiert keinen. Also ich habe selbst bei den Stadtwerken angerufen, nach Lösungen gefragt, was kann ich machen. Da kriegen sie keine Lösung, eigentlich nur den Vorschlag, kriegen sie nächstes Jahr eine Jahresabrechnung, dann können sie nachzahlen und das ist für mich keine Lösung. Und deswegen habe ich ja eigentlich den Weg gemacht nach hier, wo ich super dankbar bin. Habe dann auch, war gerade besprochen, Richtung E-Mail, dass ich dann den Olaf Scholz direkt angeschrieben hatte und so weiter und Antworten kamen eigentlich nur von Radio Fest. Und deswegen bin ich eigentlich hier oder ich möchte eine Lösung für die Allgemeinheit, weil wie gesagt, ich finde, meine Familie ist bedroht, da gehen bei mir die Nackenhaare hoch, hoch drei und ich finde, jetzt ist der Zeitpunkt da, wo wir alle Stopp sagen müssen und wir müssen alle was tun. Und die ich sage es mal Ausreden, vielleicht sind es keine Ausreden, also soweit bin ich nicht in der Politik, für mich sind es momentan Ausreden, die dürfen so, wie es jetzt ist oder stand, passt nicht mehr. Also da muss dringend was passieren, hart gesagt, bevor was Schlimmes passiert, das wollen wir alle nicht. Deswegen sage ich, habe ich jetzt letzte Woche auch schon gesagt in der Voicemail, Stopp, wir müssen reagieren. Es ist sehr, sehr viel drin jetzt in dieser Aussage. Ja. Wir versuchen da mal Stück für Stück irgendwie dran zu gehen. Das Drängendste und das, was ja, deswegen haben wir dieses Gespräch auch initiiert, da rauskommt, ist, er ist einer von vielen, die jetzt wirklich der Arsch auf Grundeis geht. Ja. Genau, es geht ja bis nicht nur mitten in die Gesellschaft, sondern sogar bis in höhere Teile der Gesellschaft. Das merke ich ja, dass auch Steuerberater, wo ich letztens war, die haben mir gesagt, so, die kriegen genau, der flattert genau das rein, was bei ihnen reinflattert und das sorgt für riesige Ängste. Und ich werde mal nicht auf die Frage von Politikern eingehen, aber es gibt die Lösung einfach noch nicht. Deswegen weiß ich nicht, wer da antwortet oder nicht antwortet. Es ist noch nicht die Lösung da. Ich könnte jetzt hier aufzählen, kann man alles nachlesen, was die Bundesregierung getan hat. Da ist auch das eine oder andere mit dabei. Das hilft auch dem einen oder anderen. Aber das, was im Bereich von Strom und von Gas gerade passiert, dazu gibt es noch keine Lösung. Es gibt beim Thema Strom ja die Ansage, dass es einen Strompreisdeckel geben soll.